Problem? So ein Problem? Ich mache euch alle kaputt. Ihr könnt gar nichts. Das ist lächerlich. Ich hatte euch alle viel schwerer in Erinnerung. Gut, ich darf mich nur nicht treffen lassen. Ich habe halt keine Rüstung. Oh, was habe ich eigentlich für einen Ring bekommen? Ein Lebensring. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Was machen die Söldner? Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Ah ja. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich kein Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Stimmt, den Dammlörk. Mach mal. Pass auf deinen Rücken auf. Pass auf deinen Rücken auf, sonst komme ich mal. Ich bin gefährlich. Gefährlicher, als ich selbst dachte. Ja, machen wir mal den Lörker. Probieren wir es mal. Das ist mal eine Idee. Das sieht sonderbar aus. Putz, 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 putz. Dummy, Lörker. Und ich müsste mal, mittlerweile, glaube ich, könnte ich sogar den Arena-Kampf im alten Lager schaffen. Da sollte ich da mal zurückgehen. Da ist er, der Lurker. So, da wird gleich gezogen. Dammlörke. Ja, gut. Also. Oh, das Häuschen da unten. Das ist. Ah, ich bin gespannt, wie stark wir dann im Endeffekt sind, wenn wir unsere erste richtige Rüstung bekommen. Gut, ich könnte auch schnell in den Marvin-Mode gehen und dann könnten wir uns eine richtig geile Rüstung anziehen, aber sowas wollen wir nicht. So. Hallo? Gehst du bitte? Homer! Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Okay. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Gern geschehen. So. Ich weiß, dass ich jetzt da drüben, glaube ich, gleich wieder kämpfen muss. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen.
Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge. Aber bald na dann. Man muss jeder wissen, was man erzählt. Schürfen will ich jetzt nicht wirklich. B. Wir haben 21. Oh, ich habe mittlerweile schon 2 Level gemacht. Ja, dann können wir ja. Mal ganz kurz zu einem Kumpel gehen. Nee, da ist Lars. Sharky, da ist er. Hey, Sharky. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Was hast du denn gebaut? Ich höre nicht mehr auf das Gefase. Ja, ihr habt jetzt nicht so die besten Waffen. Muss ich schon sagen. Wer ist es denn? Das nicht nochmal. Wie heißt der denn? Oder ist der Einring und... Das ist wirklich nicht mein Problem. Ist es der hier? Basta. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ja, ja. Ich könnte dir helfen. Jawohl. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Yeah. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück! Danke. So, wir haben Akrobatik gelernt. Yay! Aber war es für dich? Muss nicht gleich jeder wissen. Na gut. Hier, Akrobatik. Hui! Hui! Die neue Fortbewegung. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Hey, du! Ja, ich wollte da nicht rein. Raus! Gut! Hey, du! Mach das nicht nochmal! Was willst du? Ich such Guan. Das ist der hier. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Okay. Was machst du als Söldner der Magier? Lee hat mit den Magiern eine Abmachung getroffen. Er heuert die besten Kämpfer an, die in der Kolonie zu finden sind, also uns. Wir sorgen dafür, dass die Schürfer ungestört Erz abbauen können und halten den Magiern den Rücken frei. Die Magier kümmern sich darum, dass wir hier rauskommen. Und einen kleinen Teil des Erzes bekommen wir als Sold. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Okay. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lee aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Ah ja. Bis später. Bis später. Hi. Wie sieht's aus? Verpiss dich! Oh, der ist recht freundlich. Der Kampf ist entschieden. Wer so freundlich ist, wird gelootet. Das ist jetzt meine Hütte. Diese Hütte gehört mir und um das zu markieren, hämme ich jetzt hier weiter. Das ist jetzt meins. Ist markiert. Und jeder weiß das. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Du hast keine Waffe. Gibt's davon irgendwas? Hey, Gorn. Kann ich in der Hütte pennen? Oder schickst du jetzt den nächsten? Weil ich war nicht besonders schlau. Geh zur Seite! Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte.
wäre bis das später. Diese Blutspur. So. Oh, eine Truhe, die ist bestimmt leer. Ja. So. Dann speichern. So. Und dann schließen wir uns mal den Banditen, oder wir probieren es, uns den Banditen anzuschließen. Und dann entscheiden wir zum Schluss, wo wir wirklich dann rein wollen. Chipper, Kipper, Tipptopp. Mag mich nicht. Kann schon sein. Wo willst du denn hin? Da rein. Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Erstmal abwarten. Lass uns. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ich will mich eurer Bande anschließen. Das wollen viele. Du musst schon mit mehr kommen, wenn du durch diese Tür gehen willst. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Solange ich damit gut. Sharky, haben wir schon gesprochen? Gehen wir mal nach da unten. Schreik. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Lass uns. Wo ist denn deine neue Hütte? Nicht mehr auf das Gefasel. Ah ja. Da hat er ja schon eine Hütte gehabt, der Sack. Das ist wirklich nicht mein. Psst! Hey, du! Ja, wer? Was denn? Ich? Genau du! Komm mal her! Ach, schön. Kann schon sein. Das wäre schon lange geklärt. Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Die habe ich nicht mehr. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Ich glaube, die Liste habe ich schon... Ja, doch. Die Liste, die Prüfung des Vertrauens habe ich schon abgeschlossen. Für Diego mit der Liste. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Okay. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Alles. Schleichen, Taschendiebstahl, Schlösserknacken 2. Boah. Taschendiebstahl weiß ich nicht, ob uns das was bringt. Schleichen auch nicht. Wir warten noch. Okay, da ist Butch. Dann haben wir Butch mal aus den Latschen. Lass uns lieber über was anderes reden. Hi, wer bist du? Das geht dich einen Dreck an. Deine Fresse gefällt mir nicht. Muss nicht gleich jeder wissen. Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Hätte er mich noch einmal getroffen, wäre es aus gewesen. Okay, jetzt habe ich Butch verprügelt. Ich weiß nicht, warum ich das... Warum prügel ich? Ich komme ins Nähe-Lager und prügle einfach jeden. Das ist irgendwas stimmt hier nicht. Ich darf mich hier nicht anschließen. Das ist ja nicht Morden durch die Gegend. Aber hey. Wenn du meinst, du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Glaubst du? Ich habe eine bessere Waffe. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Wenn du meinst. Ich dachte das erstmal. Wenn du meinst. Ja. Nichts zu tun habe. Okay. Das ist wirklich nicht. Wer macht das schon? Wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wolf. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und
So, tauschen. Wie komme ich an Fällen heute? Bogen, wer bist du? Wo kann ich einen Bogen bekommen? Okay, tauschen wir jetzt. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Fälle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Hast du... Du hast ein Buch, aber das sind bestimmt die Blutfliegen. Gut, das kenne ich schon. Ich hab's Bogen, Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ja. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Man darf ja auch nicht alles glauben, was man hört. Ja, das hilft mir alles nichts. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder. Kann man Laris noch irgendwie anders beeindrucken oder habe ich mir das hier jetzt schon verbaut? Alles klar bei dir. Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Ja, kann schon sein. Erstmal abwarten. Ich will ein Söldner der Magier werden. Das ist nicht schwer. Wenn du für unsere Sache kämpfen willst, wird Lee dich nehmen. Aber er nimmt nur Leute, die gut mit dem Schwert umgehen können. Wie sieht's damit bei dir aus? Nun... Dachte ich mir. Wenn es dir wirklich ernst ist, rede mit Gorn. Er hat schon mal einen Frischling ausgebildet. Vielleicht hast du ja Glück. Und er macht sich auch bei dir die Mühe. Okay. Das passiert mir nicht noch. Aber wir können noch ganz kurz etwas machen. Und gab es hier hinten nicht einen Arena-Kampf auch? Oder konnte er mir nur Zweihandkampf beibringen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Kort. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. 20 Lernpunkte, okay. Da kommen wir wieder. Keine Frage. Das lerne ich nämlich. Ja, reden wir nochmal mit Gönchen. Bis später. Geh zur Seite! Lass uns lieber über was anderes reden. Torloff, wo war er denn? Torloff. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gutstellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge, klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du wegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Ja. Okay. Gut, ich weiß Gott sei Dank noch, wie ich an die Liste kommen könnte, rein theoretisch. So, aber ich bin jetzt mit meiner Zeit am Ende. Wir sehen uns morgen wieder.